Wir gehen mal nach Halver, das liegt in Nordrhein-Westfalen. Dort wohnt Oliver Huppert. Und er hat eine sehr schöne Frage, hört mal genau zu. Warum ist die Wiederinbetriebnahme eines ausrangierten Süßigkeitenautomaten Ortsgespräch im belgischen Pittem? In Pittem? Pittem. Pittem ist eine Gemeinde in Belgien. Dort wurde ein ausrangierter Süßigkeitenautomat wieder in Betrieb genommen. Und das ist jetzt Ortsgespräch. Ja, weil da jetzt Kondome rausgezogen Ganz werden genau. können. Nee. Weil da vorher Kondome drin waren, jetzt wieder Kaugummis. Nee. Weil da. Ja, genau, weil da waren vorher keine Kondome drin, da sind jetzt keine Kondome drin und das finden die scheiße. Das stimmt wiederum. War da vorher etwas was anderes drin? Ein ausrangierter Süßigkeitenautomaten. Also waren da vorher Süßigkeiten. Gab's Kippen. Da gab es kurzfristig Kippen drin, Zigaretten. Nee. Wahrscheinlich ist dieser Automat an irgendeinem denkmalgeschützten Haus befestigt und dieses Haus durfte extra nicht abgerissen werden, weil dieser Automat da dran ist. Oder der Automat war da dran, weil das Haus denkmalgeschützt ist oder wie auch immer. Und und so. Federalala. Ja. Ich hätte es rausgefunden, wenn du mich nicht so... Aber der war ausrangiert und ist dann wieder angeschlossen, angeschmissen, angestromt werden. Wo steht der denn? Ich brauche eine Antwort. Warum ist ein ausrangierter Süßigkeiten... Warum ist die Wiederinbetriebnahme eines ausrangierten Süßigkeitenautomaten Ortsgespräch im belgischen Kinder, Gitter? Und jetzt die Formulierung. Das heißt ja nicht, dass der noch an der Wand ist, wo er vorher war. Das kann doch genauso gut heißen, ist ein ausrangierter Süßigkeitsautomat, ist aber jetzt zum Beispiel Teil eines Kunstwerkes von jemand ganz Wichtigen. Ja. Und deswegen spreche ich darüber. Wir müssen also nicht davon ausgehen, dass der immer noch an der Wand pappt und hat jetzt eine Funktion, die er vorher nicht hatte. Ausrangiert kann heißen, sie haben ihn abgerissen und jetzt ist er Teil etwas ganz anderem. Einer Collage von... Wie wär's denn, wenn man den also Anselm Kiefer... Ah, Schuld, Müllmännchen. Also mit Kunst hat es, glaube ich, weniger zu tun. Aber ist denn so, dass der nicht mehr... Puff. Das ist immer gut. Ja, der ist jetzt sozusagen auf einmal Puff wieder aufgebaut worden. Was macht der denn da? Ja, da kaufen die Leute auch Süßigkeiten, habe ich gehört. Das hören die nicht. Ballisto zwischendurch. Viagra ist cool. Wer? Viagra findest du cool? Die kennst du doch. Würden Sie denn so weit gehen, mir die Frage zu beantworten, ob dieses Biest da an derselben Wand hängt wie 1954 oder ist der abgerissen worden und Also ich glaube, es... Es steht zwar hier nicht, aber es ist völlig wurscht. Ich glaube, es ist egal. Also er war auch schon wieder an. Also er war ausrangiert, das heißt, er war wahrscheinlich mal weg. Jetzt ist er schmutzig geworden. Jetzt ist er wieder da und jetzt finden die es nicht gut. Weil das war vorher irgendein Haus. Da war dieser Kaugummi oder Süßigkeiten. Hast du schon gesagt? Ja, pass auf. Ja, ja. Den Satz, den ich nicht verstanden habe. Ja, pass auf. Alles machen. Und jetzt ist es ein Beerdigungsinstitut. Was kann man da ziehen? Kerzen. Da kannst noch eine Möglichkeit? Aber mit dem Puff, ist das völlig abgelehnt worden von Ihnen, Herr Ball? Wer ist abgelehnt worden? Der Puff. Also jetzt der Puff privat, ist komplett. Da braucht man doch einen frischen Atem. Stadtpläne? Was? Stadtpläne? Also die Frage ist doch, warum ist der in aller Munde und ist nicht da auch wieder ein alberner Hinweis versteckt? In aller Munde. Ich habe nicht gesagt in aller Munde, ich habe gesagt Ortsgespräch. Ortsgespräch. Sind da Fallpläne drin? Oder Telefon. Also es sind Süßigkeiten drin. Nee. Sind da Handys drin? Ein ausrangierter Süßigkeiten. Ja, aber wir wissen doch immer noch nicht, ob da immer noch für Süßigkeiten ist. Es ist etwas drin, wo jeder sagt, warum ist denn das? Ey, das war doch früher mal Süßigkeiten, da kann er unmöglich, die können jetzt unmöglich das da reinmachen. Er sieht kinderfreundlich aus, weil er früher für Süßigkeiten war. Und jetzt ist da was ganz Schlimmes drin. Was denn? Was Bösartiges, sowas Fische, das ist ein Aquarium. Quatsch! Dann bleibe ich bei einer Zigarette. Ich würde bei einer meiner früheren Theorien bleiben, dass es nicht so ist, dass da früher Süßigkeiten drin waren und jetzt Schlüpper oder Keulkarpfen, sondern die haben das ganze Ding genommen
und haben es irgendwo anders drapiert. Ja. Deswegen ist der Stadtgespräch. Entweder haben sie damit zum Beispiel was gestützt. Wir hatten ja auch mal hier in Köln Turm, U-Bahn-Bau, Turm, schade. Schnelle Hilfsmaßnahme, Zigarettenautomat, Flüssigkeitsautomat runtergestellt und haben es geschützt. Also der ist in aller Munde nicht, weil er mit einem neuen Material gefüllt wurde, sondern weil er als Ganzes zu etwas Nutze ist. Ich sag's euch mal. Bitte. Also, dieser Automat ist Ortsgespräch im belgischen Pittem. Warum? Ich fange mal vorne an. Weibliche Schweine. Sprechen wir es ruhig aus, Säue sind nur wenige Tage im Monat befruchtungsfähig. Oh nein. Und wenn es soweit ist, muss ganz schnell frisches Ebersperma her. Nein! Ich war doch gar nicht so weit weg. Ja. Und weil nun die Besamungsstation im belgischen Pitten sich Wochenend- und Feiertagsschichten sparen will, wurde dort ein ausrangierter Süßigkeitenautomat umfunktioniert. Ja, aber wie kommt denn der Schweinesperma da rein? Pass auf, ich fürchte, wir werden das erfahren. Das dauert zu lange an dem Automaten. Ja, das muss man doch wissen. Ich sag's euch ja. An dem Automaten kann der belgische Schweinezüchter rund um die Uhr frisches Ebersperma ziehen. Wow. Er benötigt dazu einen Jeton, den er bei der Besamungsstation käuflich erwerben kann. Süßigkeitenautomat deswegen, weil bei diesem Automaten der Inhalt gekühlt werden kann. Ebersperma bleibt nur bei exakt 17 Grad Celsius 48 Stunden lang frisch. Sperma aus dem Automaten. Klar, dass das Ortsgespräch in diesem Ort ist. Ja, aber wir das wissen immer noch nicht, wie das da reingekommen ist. Der wird, na, du, das der haben wird wir immer befüllt. Abgepumpt. Nicht? Ja. Ja, denn doch ja, rein. Und rein. Ja. Oliver Hofer, 500 Euro. Gratulation. Ja, Sandra Menzel wohnt in Fulda und da ist sie heute Abend nicht, weil sie hier ist. Aha. Wo ist Sandra? Hallo? Dort. Ist ja eine Hübsche. Na, ja. Ich sag dir. Ich hab's noch nicht gesehen. Na, mal winken. Sandra, bitte. Winken Sie nochmal. Ah! So, Sandra hat eine sehr schöne Frage. Ich bin gespannt. Es geht um 500 Euro Bar auf die Hand. Sandra möchte wissen, was ist der sogenannte Eintrittseffekt? Eintrittseffekt? Ja. Wenn man was eintritt und das ist dann hinterher kaputt, dann hat das einen Eintrittseffekt. Ja. Das ist. Was kann man denn so eintreten alles? Türen. Türen, Karton was zum noch? Beispiel. Was noch? Ja, eine Tür, ein Karton. Karton, ja. Der Tür. Gefrorene Seendecken. Ein Automat, wo Schweinesperma drin ist. Kann man auch eintreten. Kann man. Als ich glaube, das kommt aus der Wirtschaft. Ja? Ich möchte dir nicht vortreten. Also, ich bin nicht sicher, ob meins wirklich jetzt zur Lösung beiträgt. Aber ich sag's trotzdem mal. Versuch's mal. Letztes Jahr, 1.5. glaube ich, ne, 2004, EU-Beitritt der Ost. Von vielen anderen Staaten, sagen wir es so, ja. Blockstaaten. Und danach, des Ostblocks, und danach, danach ist des Ostblocks. Ach so. Und danach ist ja ein Effekt eingetreten. Welche denn? Weite. Verarmung. Oh, ja, aber das ist auch ein sehr guter Ansatz. Ja, ich finde das auch gut, dass wir mal differenziert in eine Wirtschaftsunion oder in eine was auch immer Union. Bedeutet, die müssen Agrarunion, und dann gibt es einen Effekt. Dass wenn jemand, wenn ein neuer Konkurrent oder ein neuer Mitmacher dazukommt, dann wird es an der Börse einen Effekt geben. Das ist mir zu allgemein. Weil das hat gar nichts damit zu tun, oder? Das haben Sie gesagt. Ah, und jetzt sagen Sie ja? Ja. Danke. Ich bin aber trotzdem in der Wirtschaftswissenschaft, und zwar bei einer Kneipe oder Diskothek. Sobald man Eintritt verlangt, kommen mehr Leute, als wenn man keinen verlangt, weil die Leute denken, wow, das ist ja cool. Das stimmt. Ja. Für nichts kriegst du nichts. Und noch ist geiler ist es, wenn du einen Türsteher davor stellst, der keinen reinlässt. Ja. Dann wollen noch mehr dahin. Dann wollen noch mehr. Ja, dann wollen alle rein. Genau. Das ist der Eintrittseffekt. Das ist dann der P1-Effekt. Eintrittseffekt. Ah ja, Sandra sieht sehr, sehr gut aus. Sind wir in einem Schuhgeschäft, sind wir bei Al Bundy, weil du trittst doch auch vielleicht in einen Schuh rein, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich hassen kann. Ich meine, ich kaufe mir nicht oft neue Schuhe. Ich gehöre überhaupt nicht zu diesen, wie heißt die, Malona Blahniks, ja. Victims, ja, so Sex in the City. Ich laufe in meinen gut gelaunten Knobelbechern das ein oder andere Jahr herum. Aber wenn ich mal, deswegen habe ich ja übrigens auch keine neuen Schuhe, weil wenn ich mal versuche, mir ein paar neue Schuhe zu kaufen, gibt es den Eintrittseffekt. Sie machen es immer nur mit dem linken Schuh. Der linke Schuh passt. Ich laufe durch dieses Schuhgeschäft.
Und dann tun sie mir den Karton, da ist auch noch der rechte Schuh drin. Der Wasserwasch, die nutzen nicht, weil sie permanent nur mit dem linken anprobieren, anstatt einmal auch das auszuwechseln und den rechten anzuprobieren. Und das ist der Einsatzeffekt, die Paare passen dir nicht. Meine Damen und Herren, Sie sahen eine Wahlwerbung des Hessischen Rundfunks. Vielleicht ist der Eintritt in ein Geschäft Eintritt, in dem Moment, wo du praktisch eine bestimmte Schranke überquerst. Da würdest du betreten, sag ich. Bing bong. Und sagst, ich bin jetzt eingetreten in ein, wie auch immer, Wirtschaftssystem oder in ein gastronomisches System oder wie auch immer, bin ich dazu verpflichtet, mich den Regeln dieses Systems zu unterwerfen. Aber das wäre doch kein Effekt in dem Fall. Verein. Das wäre eine Schlussfolgerung. Verein. Bitte? Es gibt doch Verein, Eintreten, in einen Verein eintreten. Mhm. Und sobald ich in einen Verein eintrete, bekomme ich Vergünstigungen. Das Welche? Ist der Effekt. Welche zum Beispiel? Naja, ich bekomme, wenn ich in einen Fußballverein eintrete, vielleicht bei Sport Müller die Schuhe günstiger. Ja. Auch wenn nur der linke passt und der rechte nicht. Genau. Oder ein Schießverein, ich bekomme irgendwelche, was auch immer. Und das ist der Eintrittseffekt. Ach, ja, ist das alles schön. Ganz ja, aber der Eintritt ist mehr bei Wirkung als bei Effekt. Aber es hat doch was mit Eintreten zu tun. Ist es was Dynamischeres? Wie wäre es denn Medizin? Medizin? Ein Fremdkörper tritt in den Körper ein. Schlagartig gibt es eine Hautrötung, eine Entzündung, etwas Eitriges bildet sich, was wir eklig finden, aber vom Körper eine Abwehrreaktion ist, weil er auf diese Art und Weise schädliche für den Körper ungesunde Bakterien abstößt. Sagen die nicht immer, dass das Eintrittsloch oder so, Durchschuss. Entschuldigung. Ah, natürlich. Also Medizin ist nicht so schlecht. Das heißt, der Eintrittseffekt ist der Effekt, dass man, wenn man in das Einschussloch genau reinguckt, sieht, wo die Kugel nach dem Austrittsloch in der Wand verschwunden ist. Nein. Eintrittseffekt, doch, da ist dann irgendwas passiert. Wenn die Kugel in einen reinschießt, ne, dann passiert ja was. Einiges. Was denn? Ja, einiges. Ist man tot. Ja, aber da ist der Eintrittseffekt, da sagt man doch auch, der ist in dem Moment, ist der Eintrittseffekt passiert. Eingetreten. Dankeschön. Eingetreten. Das hat mit der Kugel nichts zu tun. Hat das was mit Infusionen zu tun? Also Infusionen zu tun, Eintrittseffekt? Sag doch, also ich nicht, ne? Nein. Hat das was mit, Vereinigungen zu tun? Es gibt ja diese Studentenvereinigungen, verstehst du? Ja. Das ich hat nichts mit Medizin zu tun. Nee, Medizin. Es hat aber, ja, gibt ja Medizinstudenten. Vielleicht kommt es ja aus dem Bereich der Geburtshilfe. Und zwar, wenn die Hebamme davor steht und sagt, ich komme so nicht rein, ich muss da mal reintreten, um da rein. Und tut dann rein. Und läuft. Eintreten. Ich würde mal bei dem Thema bleiben. Medizin ist richtig. Was hat er gerade gesagt? Geburt. Geburt. Ah, Eintrittseffekt, ist das mit dem Geburtskanal zu tun? Nur einer, bitte. In dem Moment, wo das Embryo sich auf den Weg macht von der lustigen, muckeligen Gebärmutter in den Geburtskanal, also in dem Fall Vagina. Eingeleitet. Eintrittseffekt. Es hat etwas mit Wehen zu tun. Ja, weil die eintreten, die Wehen. Ja, die Tränen, nein, das hat ja was damit zu tun, nein, die Wehen haben sag keine... Sag du es, du hast doch geworfen, jetzt sag du es! Mann, Mann, Mann! Ja, sag es! Ja, also, wenn die Wehen einsetzen, sag ich ja keiner... Ich möchte das schon ganz genau sagen. Ja, ich bin ja dabei, jetzt. Herr Beiler. Also, bitte, ich bin dabei. Bitte. Also, da ich ja die Einzige bin, die geworfen hat, kann ich das hier auch nur, ne? Liebe Kollegen, also schön ruhig. Sehr gerne. Also wenn die Wehen eintreten, ne? Die Wehen selber haben keine Füße. Die treten nicht ein, die setzen ein. Ja, aber ich muss dazu sagen, die Wehen haben keine Füße, die können gar nicht treten. Deswegen setzen die auch ein. Ja, aber es gibt auch Leute, die sagen, meine Wehen sind eingetreten. Die haben einen Sprachfehler. Konkretisiert, dann bin ich noch mal bei Nein, und zwar, pass auf, Moment, das Kind kommt raus. Woher willst du denn das wissen? Weil ich genau diesen Weg auch schon mal gegangen bin. Das ist gut. Und dann auch also, dieselbe
Siehst du, das ist wunderbar, ja. Ist auch noch der Babypflaum hier. Ja. Also, das Kind kommt aus dem Geburtskanal heraus, guckt so raus, so. In dem Moment geht die Tür auf. Der Vater, der sich verspätet, kommt rein, das Kind sagt, und der Effekt ist, es geht wieder raus. Nein, wenn das Kind schreit, es wird geboren, es tritt ins Leben ein und schreit. Beginnt zu atmen. Genau. Nein, es geht ja nicht um einen Austritt, sondern um einen Eintrittseffekt. Also ich bin immer noch bei der Theorie, dass es von der Gebärmutter sich auf den Marsch macht durch die Vagina, endlich mal irgendwann bei einem normalen Geburtsvorgang durchzuschlüpfen. Ich möchte ja wissen, was der Eintrittseffekt ist. Der Effekt ist, dass die Mutter schreit und aua. Nein, das ist vielleicht noch eine sehr hübsche Begleiterscheinung am Rande. Nein, da ist so Vakuum. Vakuum ist das, sieht man doch. Da ist ein Vakuum. Der Eintrittseffekt ist Muskulatur. Die Muskulatur befördert das. Kontraktion der Muskeln? Also wir können jetzt hier noch stundenlang rumeiern. So, ihr werdet mir die richtige Antwort nicht geben können. Gut. Deswegen werde ich es euch sagen. Es ist in der Tat ein Begriff aus der Geburtsmedizin. Beim Geburtsvorgang. Moment. Beim Geburtsvorgang. Bleib jetzt bitte ganz. Hier hört ja keiner zu. Also beim Geburtsvorgang gibt es einen Moment, in dem der Puls des Kindes plötzlich nach unten sinkt. Das wird überwacht natürlich. Das ist ganz normal, das ist nicht schlimm, der Puls geht auch gleich wieder hoch. Aber das Sinken des Pulses ist für die Hebamme das Zeichen dafür, dass der Kopf des Kindes gerade in den Beckenbereich eingetreten ist. Ach. Daher Eintrittseffekt. Der Eintrittseffekt ist das Sinken des Pulses. Ach. Hättest du wissen müssen! Natürlich! Ja. Ich muss dazu sagen, ich hatte einen Kaiserschnitt, aber dieser böse Mensch dieser böse Mensch hat doch behauptet, er erinnert sich noch an alles. Er erinnert sich an seine Geburt. Ich kann dir sagen, wie das Becken ausgekleidet war von meinem Als er geboren wurde, hat die Hebamme gedacht, jetzt ist der Kopf im Beckenbereich, dabei war der ganze Hohecker schon drin. Das ist ein bisschen anders. Sven Vogel, hallo. Und bei dir hat die Hebamme gesagt, mein Gott, im Alter kommen die Falten wieder. Nee, bei meiner war das ja ganz anders. Der war ja als Baby ein sehr, sehr hübsches Baby und ist dann vertauscht worden. Ich gehe auf solche Sachen nicht ein. Nein, zu Recht, der Baller, zu Recht. Sven Vogel, ich hebe abermals an, kommt aus Elbingerode. Das liegt in Sachsen-Anhalt. Und Sven Vogel hat eine sehr schöne Frage. Er möchte wissen, ein Kachelschein. Was ist das denn? Ein Kachelschein. Der Bruder vom Stachelschwein. Zack, Hammer. Ein Kachelschein. Ein Kachelschein? Ein Schein wie Lichtschein. Ah, nee, das ist ein Kachelschein. Ich weiß, das ist ein Geldschein, den man versteckt hat zu schlechten Zeiten damals im Krieg. Wir hatten doch mal einen Krieg. Das ist schon etwas länger her. Ne? Ihr könnt mir folgen. Und diesen Schein, diesen Geldschein, hat man hinter einer Kachel versteckt. Und dann hat man sich nicht mehr daran erinnert. Und in der Not hat man immer gesagt, ey, hol doch mal den Kachelschein. Und das ist bis heute so geblieben. Dann hat man die Kachel wieder verfugt. Ja, ab und zu wurde das vergessen, aber wenn nicht, dann ist das sozusagen in der Not der Kachelschein gewesen. Also es handelt sich um einen Geldschein hinter einer Kachel. Ja. Der Notduftgroschen. Ja, aus der Kachelabteilung. Ich bin aber auch bei der Keramikabteilung, sagt man ja. Vielleicht ist der Kachelschein, kommt das aus der Bundeswehr und ist die Bezeichnung für jemanden, der eine Urinprobe abgeben muss. Das wird da alles mit einem Formular gemacht, mit dem sogenannten Kachelschein. Geht man hin, gibt seine Probe ab und dann wird da drauf unterschrieben oder drüber gepinkelt. Warum heißt das der Kachelschein? Ich meine, weil man damit zu den Weil man in dem gekachelten Raum uriniert hat. Keramikabteilung. Also man uriniert immer noch in die Badewanne zum Beispiel. Das ist so ähnlich. Der Kachelschein ist ein Faktor, wenn man Kacheln kauft, dann kann man ja, gibt es matte und glänzende Kacheln. So und dann wird es einen Faktor geben, wo man sagt, so und so hoch ist der Kachelschein. Aha. Ja. Der Schein. Das ist gut. Und ist gut, der Kachelschein gut. ist quasi... ein messbarer... Ja, das hat ja auch was damit zu tun, was du in deinem Badezimmer für
für Lichter hast. Genau. Und dementsprechend ist es in deinem Bad heller oder dunkler, je mehr die Kacheln reflektieren. Deswegen spricht die Sanitärjungen sprechen vom Kachelschein. Genau, der hat einen Kachelschein von 9. Da sagt jeder, leck mir am Arsch. Das war super. Wie weit geht denn der Kachelschein? Von 1 bis 12. Also ja, man kann sich ja dann auch theoretisch 12 ist dann aber Raufasertapete. Bei 12 braucht man auch dann kein Licht mehr. Gar nicht. Nee, aber man kann sich ja dann drin spiegeln und manche Leute mögen das gar nicht. Es gibt Menschen, die gucken nicht so gerne in den Spiegel morgens zum Beispiel, ne? Wenn das für dich ein Problem ist, ich kann dir dabei helfen. Nein, ich hab nicht. Stört es hier ein, wenn man in den Spiegel guckt. Ihr müsst die Verona öfters einladen. Ja, wollen wir ja. Da ist ja eh nichts zu tun, auch komme ich auch immer wieder gerne. Sag mal nicht, oh, gestern, da hatte ich so eilig im Auto, da bin ich wieder richtig entlang gekachelt. Und vielleicht ist dann der Kachelschein einfach ein Führerschein. Den man abgegeben hat. Für besonders schnelle Autofahrer. Sind wir eventuell in einem Schwimmbad oder Freibad? Weil, findet ihr nicht auch manchmal, dass diese... Wenn es richtig heiß ist und die Sonne knallt vom Himmel hoch und du guckst so ins Wasser, das tut dir in den Augen weh, wenn das Wasser mit den Kacheln so reflektiert. Und vielleicht abends hat man da ja wirklich... Also, entschuldige, Herr Ballermann, was ganz anderes. Hat es was mit Kacheln zu tun? Ja. Mit den Kacheln, an die wir denken, diese viereckigen kleinen Dinger, mit denen man Badezimmer auskleidet? Ja. Kacheln, Kachelschein. Das ist vielleicht auch ein Schein so vom Beruf. Man macht ja einen Fahrzeugschein, einen Bootschein, man kann immer einen Schein machen. Man kann auch einen Kachelschein machen, wenn man besonders gut kacheln kann. Ja, wieso eigentlich nicht? Deutschland ist dafür bekannt. Nennt man in Deutschland Fliesenleger. Ja, Fliesenleger, die legt man doch auf den Boden und die kachelt man an die Wand. Das sind keine Fliesen an der Wand. Guten Tag, ich soll hier Bad fließen, ich habe auch einen Kachelschein. Ja! Die wollen wir irgendwie reinlassen, bitte. Wäre an sich logisch, also würde mich nicht stören. Das kann doch wiederholen, logisch wäre das. Ja, ist aber falsch. Vielleicht hat man ja zum Verlegen der Kacheln so Messgeräte und zum Beispiel hat man ja sämtliche Hölzer, die machen ja wahnsinnig viel mit Wasserwagen und so und vielleicht haben die auch so eine Art Schein, wie so ein Geldschein. Der immer gleich groß ist, ein genormtes Ding. Und damit können die genormt Kacheln so im immer gleichen Abstand legen, indem die diesen Schein anlegen und so damit gucken, ob es immer 90 Grad Winkel zum Beispiel zwischen den Kacheln ist. Ja. Oder da sind Farben drauf, um Farben zu sehen. Das nennt man Brille. Nein, das ist ein Schein, den legt man zuerst hin und darauf kachelt man, weil man genau das Mosaik vorgegebene Muster, was sehr schwierig ist, manchmal ist das ein Tintenfisch, manchmal ist das auch eine Krake. Auf jeden Fall. Was heißt denn von der Tür? Ich lass das mal so im Raum stehen, meine Damen und Herren. Was glauben Sie? Haben die recht? Ist da irgendwas jetzt dabei gewesen? Ich habe ja nichts gesagt. Ich meine, Sie haben jetzt zu Hause die Möglichkeit. Sie können beim Duden nachgucken. Hier wird jetzt nicht vorgesagt, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. So, da sind wir wieder und wollen immer noch wissen, was ist ein Kachelschein? Also, ich will mal noch eine kleine Theorie in den Raum werfen. Ja. Wenn Kacheln verlegt werden und dann werden die verlegt und dann wird aber doch noch mal gestrichen im Badezimmer. Oder wo auch immer du die Kacheln verlegst. Und damit es aber nicht so ein Gekleckse ist, wo man mühsam nachher die Kacheln wieder mit abwischt, gibt es einfach so Folien auf den Kacheln, die man dann einfach abzieht, damit die danach blitzblank frisch an der Wand sind. Und das ist der im Fachjargon Kachelschein. Nein. War vielleicht Eduard Kachelschein ein Mann, der das Brennen von Kacheln erfunden hat? Das ist gut. Nicht Eduard Kachelschein. Oh, du hast aus Versehen was richtig gesagt. Streng dich an. Gibt es einen Herrn Kachel? Kachelstein? Nein, Herr Baller, das glauben Sie selber nicht. Sag weiter. Es gibt keinen Herrn Kachel. Aber einen Herrn Schein? Es gibt auch keinen Herrn Schein. Aber das heißt, das war brennen. Wieder eine Finte von Ihnen? Jo. Alter Böser. Oh. Ja, ist das vielleicht ein kleiner Schein, um die Kachelfuge sauber zu kratzen hinterher? Sagen ich sag's euch mal, ihr werdet im Leben nicht drauf kommen. Es ist ein Begriff aus dem Tauchsport. Tauchsport. Wenn man den Grundtauchschein macht, dann absolviert man in unseren Breitengraden die ersten praktischen Übungen. Normalerweise nicht im freien Wasser, sondern im Schwimmbad. In einem gekachelten Becken, also daher heißt die Teilnahmebescheinigung an so einem Kurs Kachelschein. Könnt ihr alle nicht tauchen, ihr Loser? Nee. Nein! Sehr schön. Du aber. Sven Vogel, 500 Euro. Jawohl. Was
So, aber Herr Balder, Sie hätten, als Heller gesagt haben, Schwimmbecken so machen können. Ja. Habe ich aber nicht. Und als ich gesagt habe, Führerschein oder eine Art Schein. Oh, aber ein Kachelschein. Hätten Sie alles machen können. Habe ich nicht, ich bin ja fair. Wem denn gegenüber? Dem Zuschauer. Dem Zuschauer gegenüber? Ja, zum Beispiel Johann Tieke. Kennt ihr den? Ja. Ja, der wohnt in Aschendorf. Ist er? Ja, und möchte wissen, was ist ein Telefoniedämpfer? Ein Telefoniedämpfer? Ja. Das ist, wenn ich meiner Frau das Handy wegnehme. Um Funkstörungen, also um Abstrahlung und damit zusammenhängende Erwärmung des Augapfels zu vermeiden. Was? Was? Das weiß doch jedes Kind, dass sich der Augapfel erwärmt, wenn ich zu lange mein Handy ans Ohr halte. Der Augapfel? Ja. Weil der Dampf ist. Du musst es auch ans Ohr halten und nicht ans Auge, das Handy. Ja, da hat man gebratenen Apfel, ist doch nicht schlecht. Nee, aber das Auge wird davon immer größer, bei mir schon eins größer. Ich telefoniere immer auf der anderen Seite, gleich ist es wieder aus. Jetzt muss ich sagen, ich werde es ausprobieren. Ich sehe schon welche zu Hause stehen, die sich die telefonieren halten, weil sie dachten, das hilft auch. So. Das ist ein Phänomen beim Ohrenarzt, bei Tinnitus zum Beispiel, wenn man so blöde Ohrgeräusche hat, dass man zum Beispiel, die einem gerade beim Telefonieren extrem irritieren, dass man da irgendwas Lustiges implantiert, Telefoniedämpfer, also zum Beispiel einen neuen Ton implantiert. Es ist ja nicht Telefonierdämpfer, sondern Telefonie. Also Telefonie ist ja... Also Telefonie. Gut, da sind wir in der Medizin, weil Telefonie hört sich definitiv an wie eine Krankheit. Ja, Telefonie, man sagt auch Internettelefonie. Also es ist einfach die... Im Grunde genommen ist es doch einfach nur ein Schloss, ganz einfach. Man hat die Telefonie, man kriegt ein Schloss, das Schloss kommt ans Telefon und dann kann man nicht mehr telefonieren. Das ist ein Telefoniedämpferschloss. Sag mal was vom Internet. Ja, das ist doch was. Telefonie ist doch eine Krankheit. Sie ist mitten in der das Therapie. Das ist Telefonie. Mir geht das schon viel besser. Viel besser. Telefoniedämpfer. Aber ich muss den auch mal recht kriegen in meiner Therapie. Der war aber, das war mit der Art zu telefonieren. Also die man sagt ja ein Telefonieverhalten von sowieso. Es soll gibt ich ja noch was sagen? Es hat mit Telefonieren überhaupt gar nichts zu tun. Das ist ja fürchterlich. Was ist Telefonie? Telefonie. Funk hören. Telefoniedämpfer. Funktönen. Telefonie. Also Tele ist Fern, Phon ist Ton. Dämpfen ist Dämpfen. Also ich merke gerade, ihr seid auch nicht schlauer als ich. Vielleicht ist es... Das kann man so nicht sagen, Leona. Aber in dem Punkt jetzt hinken wir genauso hinterher. Vielleicht ist das einfach ein Gas oder ein anderes Fluides. Wobei Gas ja kein Fluid ist, irgendwas, egal. Was einfach die Lautstärke über eine Distanz verändert. Nee, pass auf. Die neue S-Klasse von Mercedes zum Beispiel, die haben Mikrofone vorne im Motorraum, die Geräusche aufnehmen, diese wieder modulär umwandeln, in den Innenraum senden. Und somit hast du innen drin, aufgrund dessen, dass sich die Schallwellen aufheben, keine Geräusche. Tja, Herr Balder, da müssen Sie... Geht ihr jetzt zusammen dahin, oder? Also, Herr Holke hatte eben mal wieder so einen leichten Anflug von einem vagen Ansatz. Gas. Nee. Fluides. Material. Chemie. Schall wird durch irgendetwas... Gestoppt. Verhemmt. Gedämpft. Gedämpft. Verdämpft. Gedämpft. Ja. Gedämpft. Das ist richtig, aber wo und wie? Der Schall, der gedämpft wird, wo? Wo? Vielleicht in einem Tonstudio, da gibt es, oder im bei jede Band ja, kennt das doch. Eierbecher, die man immer anklebt im Studio, damit kein Ton, also das weiß nur der schon mal im Studio war, das sieht aus wie Eierbecher von früher. Das sind Eierbecher von früher. Achso, oder Schaumgummi und die dämpfen den Ton. Sieht nicht aus wie Eierbecher, sondern wie Eierkartons. Eierkartons. Genau, so ganz viel aus Porzellan, sauteuer. Der Schall gedämpft wird in seiner Arbeit. Er will ja von A nach B. Der Schall in seiner Arbeit wird also die Arbeit wird behindert vom Schall. Sozusagen. Der hat ja einen Schall, muss immer von A nach B. Verstehst du? Hallo, hast du gehört? Das war der Schall. Sind wir in einem Gebirge, Herr Balder? Weil wenn ich an Schall denke, denke ich erstmal an das Echo. Wie heißt der Bürgermeister von Wesel? Esel. Esel. Ich habe das auch mal gerufen, da kam ein völlig anderer Name zurück.
Ja, der ist von der SPD jetzt, der ist neu. Reinhard, komm mal. Nein, wir sind nicht in einem Gebirge. Aber wie wär's denn mit, und zwar bezeichnet der... Fledermäuse? Die arbeiten viel mit Stahl. Sind wir im Tierreich? Es hat nichts mit Tieren zu tun. Vielleicht kommt es aus der Funktelefonie, wenn ein Haus irgendwelche Telefoniestrahlen stört, dann dämpft es das. Also man bezeichnet ein Hochhaus als Telefoniedämpfer. Du kannst etwas nicht, du kannst weil dann das Signal abhören. Abhörsicherer Raum. Es ist doch eine Phobie. Die Abschwächung. Du machst wieder nur so, es weil du Zauberer bist. Ja, es hat was damit zu tun. Hat es was mit Ordnung Nein, Blei und alle möglichen Zeugs, was du um einen abhörsicheren Raum zu machen, ist ein Telefoniedämpfer, ist eine Kombination zwischen Schaumstoff, sag ich mal, Styropor, Blei, wieder Schaumstoff, Luft und so. Und das ist dann der Telefoniedämpfer. Also Material stimmt nicht. Aber es ist ein anderes Material. Und da möchte ich gerne noch wissen, wo. Aber es geht um abhörsichere Räume um Abhörsicherheit. Im weitesten Sinne, im Bundestag zum Beispiel. In Banken. Ja, auch, ja, vielleicht. Ja, ja. In Räumen. Ja, aber was für ein Material? Was für ein Material und wo? Schaumgummi. Ach so, jetzt nicht an der Wand, sondern im Gerät zum Beispiel oder auf dem Boden oder in der Decke. Ja. Holz mit Löchern drin. Holzleitel. In der Decke, Aluminium? Selber. Ja, warum in der Decke? Was sollte man da, wie sollte man das in die Decke machen? Natürlich, in den Fenster scheiben. Nicht in den Fenster. In den Rahmen, Fensterrahmen, in den Türen. An den Türen. Um Wärme? Nee. Okay. Um die Leitungen herum? Ist es auf dem Boden. Isoliermaterial? Trittschall. Um die Box rum? Also, um den Hörer rum? Die Wand ist es nicht, die Decke ist es nicht, der Boden ist es nicht, die Fenster ist es nicht, die Türen sind es nicht. Sind wir im Freien? Wir sind nicht im Freien, nein. Ist es praktisch, sind es, wie sagt man denn so, geräuschdämmende Fenster? Und keine geräuschdämmenden Fenster, nein. So eine Art Popschutz beim Mikrofon? Nein, das hat mit Mikrofon überhaupt nichts zu tun. Ja. Damit man von außen nicht hört, was drinnen gesprochen wird. Eine Isoliermatte? Nicht von außen, nein. Dass man von innen nicht hört, was draußen ist. Hat das etwas mit Elektrizität zu tun? Also ein Störsender, der einfach die Telefonsignale irritiert, damit nichts raus oder reinkommt? Nein, es hat doch mit Telefon nichts zu tun. Es hat mit Sprache zu tun. Ihr seid ja nah dran, aber es ist... Man will verhindern, dass was rauskommt. Ich würde gerne wissen, wo. Also das Material würde ich sogar sagen, okay, muss nicht unbedingt. Aber wo müsste ich wissen? Ein abhörsicherer Raum im... Es muss etwas sein, wo eine Fernphonie nicht funktioniert. NASA, NATO, Militär? Nein. Im Wasser. Privat. Ich sag's euch mal. Ihr werdet nicht drauf kommen. Es ist ein Begriff aus der Lüftungstechnik. Hotels, Krankenhäuser, Bürogebäude verfügen meist über Lüftungsanlagen. So, und das Rohrsystem überträgt allerdings nicht nur Luft, sondern ungewollt auch den Schall. Das hat zur Folge, dass über die Lüftungsanlage Gespräche belauscht werden können, die im Nebenraum stattfinden. Deshalb baut man in die Lüftungsrohre Dämpfer aus Mineralwolle ein. Diese Mineralwolle lässt die Luft passieren, blockiert aber Schallwellen. Und diese Schallübertragung, Telefonie, wird verhindert. Daher Telefonie. Lüftungsanlagen, Klimaanlagen, diese ganze Geschichte. Johann Tieker, 500 Euro für Sie. Gratulation. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Tja. Ihr Lieben, das war sehr interessant. Hat Verona was gewusst? Ich habe mich heute extra zurückgehalten. Sie hat eine Menge gewusst, hat nur nicht das, was Sie gefragt haben. Wer war der Klügste heute von euch? Sie, Herr Walder, immer nur Sie. Ist überhaupt was gewusst worden? Ja. Herr Walder, ist das jetzt auch rum? Nur weil Sie noch Zeit schenken wollen? Sie weiden sich. Quälen Sie uns. Ja, ja, ja.